Ja gut, dann können wir jetzt nach oben gehen und gehen durch die Verbindungskeller mal eben rüber. Was brauchen wir denn überhaupt für... Aua! Guck. Hey! Das hat mir wehgesagt. Oh. Okay, lass uns mal... Muss ich einer knuddeln? Ja. So, Achtung. Nee, warte. Hä? Und? Jo, ich hab Fleisch, jemand, ne? Kann mir jemand sagen, wo ich meine... Jo, ich hab Fleisch, ne? Kann mir jemand sagen, wo ich meine Glasflaschen hingemacht habe und ob ich die überhaupt noch habe? Ich glaube, die habe ich weggeballert. Oder habe ich die im Inventar? Nee, ich glaube, die sind einfach nur kaputt. Hast du noch Glas? Ich habe noch 10 Sand. Ich hab... Ja, warte. Oh Junge, habe ich viel Kartoffeln. Du bist ja eine Kartoffel. Oh Junge, habe ich viel Stein. Du bist ja auch ein Stein. Kartoffel ist doch fast wie ein Stein. Nein, ich wollte... Mit wem Sandstone. Wirbt. Scheiße. Ich hab, glaube ich, Sand. Oder Glas. Ich glaube, ich hab beides. Oh, das wäre natürlich hervorragend. Wenn wir uns mal ein paar Gläserchen machen können. Ich gehe mal noch nach oben gucken, ob wir da vielleicht noch ein paar Gläser haben. Irgendwo in irgendeiner Kiste. Nee, nur Schilder. Gut, das brauche ich natürlich. Schilder regieren die Welt. Jenny, jetzt mach mich bitte nicht schwach. Ich hab Sand. Ja, okay, wie viel? 2 Stacks. Och Junge, da brauchen wir... Ja, los! Hast du Kohle? Los geht's. Ja, ich hab genug Kohle. Willst du Money? Du kriegst Money. Nein, ich will Kohle. Hey, nein. Keine Kohle. Kohle. Doch, ich will Kohle. Ohne Kohle geht nichts. Ohne Kohle kriegst du keinen Stoff. Ja. Merkt der Jenny, merkt der Leute, das ist Jennys Standard-Satzbau. Ohne Kohle kriegst du keinen Stoff. Das ist eingefleischt. Sie ist Konsument, Leute. Und sie ist auch Konsumenten. Was? Hier, in die Öfen rein, bitte. Da ist Kohle drin. Die kannst du dir da rausholen, wenn du sie nicht brauchst. Oh, guck dich das an, Leute. Wie sie sogar fachgerecht in 32er Stacks unter... Der letzte war 31. Ich hab's genau gesehen. 63. Immerhin mehr als du. Ja. So, gut, dafür hätten wir 3 Water Bottles. Oh, wie was? Das geht leer? Was? Wow. So, Jenny, und jetzt guck mal in den Brewing Stand rein. Das ist doch jetzt richtig, wenn ich da jetzt einfach sage, ne, da war zu oben rein, oder? Was? Jetzt machst du einen dickflüssigen Trank. Mach ich nicht. Netherwarze, oder? Ja, pack mal eine Netherwarze rein. Okay, guck mal, wie das läuft. Es braut. Dann machst du einen seltsamen Trank. Ja, genau, so. Und mit dem seltsamen Trank kann man dann so ziemlich in jede Richtung gehen. Wir haben jetzt... Mit Glowstone können wir absolut nichts machen. Was war das denn gerade? Doch, klar, ach, Trank der Heilung. Ja, aber... Dazu brauchen wir allerdings eine... Trank der Regeneration, Trank des Schadens kann man daraus machen, aber wir brauchen ja erstmal ganz viel anderes. Durch Glowstone kannst du die verlängern, sozusagen. Oder halt verstärken. Und durch Redstone nochmal. Nee, warte. Manche durch Redstone und manche durch Glowstone. Moment, wenn du jetzt... Nee, pass auf. Durch Glowstone machst du den Effekt stärker, aber die Wirkungsdauer geringer. Und durch Redstone machst du den Effekt nicht stärker, aber dafür die Zeit länger. Jetzt haben wir's. Okay, aber was machen wir denn als erstes? Was brauchen wir denn für Stärke? Stärke.
Aber ich würde sagen, wir brauchen Heilung als erstes, oder? Oder Regeneration Heilung, oder so. Heilung, das heißt, wir brauchen Melonen. Glitzernde Melonen. Was habe ich denn da draußen angepflanzt eigentlich? Sind das Melonen oder sind das Kürbisse? Oh Junge, ich habe Melonen. Warte. Hast du auch Gold? Ja, irgendwo in der Erzekiste. Guck mal in der Erzekiste. Aber ich habe nicht so viel Gold, weil ich Gold normalerweise immer liegen lasse. Jetzt sag bitte nicht, dass du das auch immer machst. Ich gehe gar nicht unter die Erde. Zumindest nicht so oft. Ach stimmt, ja, Jenny war ja Öko. Öko, genau. Du hast genau ein Goldklumpen. Easy. Ja, die anderen 8 gingen ja an Fabi zur Miete meines Unterschlupfs. Wir brauchen 8 Stück für eine glitzernde Melone. Oh, was? Aber ja, du kannst doch, Dingensen. Du kannst doch aus einem Goldbarren. Goldbarren habe ich doch, oder? Ja, kann. Du kannst aus einem Goldbarren 9 Nuggets machen. Okay, wo ist die Melone? Wo ist die Melone? Da. Ja, wo ist denn die Melone? Ja, da ist die Melone. Und da ist das Pedorocki rein. Nein, ey, Moment mal. Okay, warte, wir machen jetzt eine glitzernde Melone. Und daraus machen wir Trank der Heilung. Und daraus können wir entweder einen Trank der Heilung 2 machen. Was ich ehrlich gesagt besser fände. Also mit Redstone oder was? Nee, das geht mit Glowstone Dust. So, und aus dem Trank der Heilung 2 können wir theoretisch einen Trank des Schadens 2 machen. Das Doofe an der ganzen Geschichte ist dann... den kann man nicht werfen. Obwohl, nein, bedeutet Trank des Schadens, dass man selbst mehr Schaden macht? Oder bedeutet das... Nein, dass du Schaden bekommst. Ja, das ist da doof. Okay, Potion of Healing, das haben wir jetzt. Jetzt mache ich dann nochmal... Warte, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Potion of Healing, jetzt mache ich dann nochmal einen. Oh, Jenny natürlich, ja, gut. Alles klar. Gut, Leute, ich bin aber weg. Tschüss. Tschüss. Jenny macht das jetzt. Ganz alleine. Okay. Einen davon nehme ich. Nee, warte, wir machen das jetzt vollkommen professionell. Professionell. Jetzt sag mir bitte nicht. Ah, ne, ich glaube hier unten. Jawohl. So. Wow, mit Kiste. Ganz geordnet. So, die machen wir auch noch da rein. Und dann brauche ich erstens nochmal Glas. Hast du Schwarzpulver? Und zweitens 19 habe ich hier. Guck da. Bitteschön, ich hab's hier hingeschmissen. Und zweitens brauchen wir jetzt natürlich auch wieder Wasser. Nur wo mache ich denn jetzt eine Wasserquelle hin? Du warte hast mal. Eine was... in deinem Keller, du Nuss. Hast du mich gerade Nuss genannt? Ja, oder nicht? Ja, warte, hier. Hier machen wir eine. Sieht zwar jetzt nicht so schön aus. Ja. Okay, Leute, ihr seht, er ist zu faul nach unten zu klettern. Das reicht schon. So, jetzt brauche ich 2 Eimer. So. Und dann machen wir hier Schwipp. Und einmal Schwapp. So. Zack, da ist schon mal Wasser drin. Jetzt machen wir noch ein paar... wunderschöne Tränkchen. Oh lol, Junge! Hm? Du kannst da theoretisch einfach so machen? Nee, warte, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt kann ich nicht mehr alle reinballern. Jetzt siehst du? Hier sind das 7 Glasflaschen. Okay, das ja, lassen aber wir lieber. Du musst doch da erstmal Wasser reintun, oder nicht? Ja, ich habe ja nur probiert. Warte mal, das geht ja. Nee, ist okay, du hast vollkommen recht, das geht ja dann später nicht mehr. Moment, da. Jenny, du hast mir eine Wasserflasche geklaut. Warum? Weil ich keinen Platz mehr im Inventar hatte. Darum!
So, Nether, Nether da. So, hier ist irgendwo Steiniges. Nee, da ist Steiniges. Dreh dich um, dann kannst du dein Fläschchen wieder einsetzen. Ja! Endlich was zum Saufen. So, und da rein machen wir jetzt wieder. Willst du da wieder eine Warze reinmachen? Ne, Schwarzpulver. Einen Wurftrank willst du machen? Natürlich. Okay. Jetzt bin ich gespannt, aber von da aus geht doch gar kein Weg weiter. Oder? Oder kannst du daraus theoretisch dann genau den gleichen Scheiß machen wie bei dem anderen? Daraus kannst du dann allen anderen Scheiß auch machen. Okay, das heißt, wir machen jetzt erstmal einen... Okay, wir machen halt dann, ja. Gut. Ja, dann mach du. Nein, mach du jetzt da rein, los. Ich will das jetzt auch ausprobieren mit dem Trank des Schadens. Trank des Schadens? Ja, wir machen jetzt... auf dich selber werfen. Wir machen... Nein, ich glaube nämlich, dass wir dadurch mehr Schaden machen. Nein. Du bekommst Schaden. Ja, aber wo ist dann... Ach, da unten ist Trank der Stärke. Ja gut. Aber du brauchst Lohnstaub. Hast du da jetzt mal Trank des Schadens draus gemacht? Jenny! Noch nicht, nein. Was? Jetzt lass diese Melone da drin. Ich hab die doch gar nicht rausgenommen, der ist fertig. Hä? Bei mir hat das aber keinen Effekt, der Scheiß. Oder ist das jetzt bei dir Potion of Heilung? Nö. Ja. Ich habe aber die Melone da nicht rausgenommen. Jetzt geht's auf jeden Fall nicht mehr. Leute, ihr seht, wir sind Profis auf unserem Gebiet. Ich sag ja, man kann wahrscheinlich keinen Wurftrank machen, der das kann. Da kann man ja. Oh. Ich sehe jetzt aber hier auch sonst nichts, was Wurftrank... Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Vielleicht. Warte mal, wir probieren was anderes. Ich nehme mal die drei Dinger wieder raus. Mhm. Und nehme mal so einen Potion of Healing-Dingens. Baller den mal hier unten rein. Und jetzt mach mal Schwarzpulver ran. Das könnte funktionieren. Meinst du? Ja, ich denke schon. Ich hoff's. Ja, ich hab halt sonst keine Lohn Blaze Power Powder mehr. Ich bin der Beste. Da. Nimm die ohne Effekt. So. Können wir die Wasserflaschen theoretisch auch direkt hier füllen? Hervorragend. Oh, nee. Pack doch einfach mal ein paar mehr rein. Ja, hab mehr ich jetzt. Okay. Was für Tränke machen wir denn? Ja, da ist jeweils einer drin. Ja, es geht halt nicht mehr. Das wäre ja auch schlau. Warte, ich probier's nochmal. Ich würde sagen Schaden, oder? Ja, es geht nicht mehr. Warum? Also, ich wäre für Schadenstränke. Ja, stell dir mal vor, du gehst in den Nether oder in das Ende. So, und da kommt dir so ein Enderdrache entgegen. Dann wirfst du dem so ein paar Schadenstränke in die Fresse. Beziehungsweise, wenn du dann später auf so einer Enderfestung drauf bist und diese komischen kleinen Kartondinger, die da immer nach dir spucken, die burstest du einfach weg, indem du einfach Schadenstränke auf sie fallen lässt, weißt du? Mhm. Wir müssen es aber auch nicht machen und könnten eventuell auch... Oh Junge, Trank der Regeneration könnten wir auch machen. Ja, dann hast du Spinnenaugen, hast du Zucker und hast du... Spinnenaugen? Warum Spinnenaugen? Wir brauchen eine Gasträne. Ja, du willst doch den Trank des Schadens machen. Das ist doch eine... Das ist ein fermentiertes Spinnenauge. Jetzt wird sie hier aber... Ich habe ein Spider-Eye. Ist das das? Ja... Da, dann brauchst du Zucker. Stück davon. Oh, da. Du Zucker. Zucker kommt sofort. Hast du Unterzucker? Ja. Da. Und hast du Pilze? Welche Pilze? Braun.
glaube ich. Die sollte ich halt echt mal anpflanzen. Den ganzen Spaß. Ist halt echt nicht so einfach gerade irgendwie. Was willst du denn jetzt machen eigentlich? Zum ersten Mal haben wir im Projekt Tränke gebraut. Doch wir brauchen auch noch weiterhin Ressourcen, die wir in der nächsten Folge auf jeden Fall nachhaltiger anbauen werden. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über einen Kommentar und eine Bewertung freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zusehen und auf Wiedersehen.